Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Node-RED und CTN. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man Uplink-Messages von einer CTN-Node in Node-RED, im Dashboard von Node-RED, verarbeiten kann. Und heute möchte ich das Umgekehrte zeigen, das heißt, wie man von einem Node-RED-Dashboard, zum Beispiel indem man da auf einen Knopf drückt, Downlink-Messages zu einer CTN-Node schickt. Die Node, die ich hier benutze, ist fast die gleiche wie die Alex von AEQ Web in seinem Video zu den TTN-Downlinks benutzt. Wenn ihr dieses Video euch noch nicht angeschaut habt, dann würde ich euch empfehlen, das unbedingt zu tun. Es ist wirklich ein super Einstiegsvideo zum Thema TTN-Downlinks. Meine Node hat auch zwei LEDs, die ich da angeschlossen habe, eine rote, eine gelbe. Und der Code ist einfach gestrickt. Das Downlink soll aus 2 Bytes bestehen. Wenn das erste Byte ein 0a ist, dann soll die rote LED angesteuert werden. Ist es ein 0b, soll die gelbe LED angesteuert werden. Und das zweite Byte kontrolliert dann, wie oft die jeweilige LED blinken soll. Und das testen wir jetzt erstmal in TTN selbst, ob das funktioniert. Das Join Request wurde akzeptiert und die erste Payload ist angekommen. So, und jetzt testen wir das Ganze mal. Ich gehe in Messaging und Downlink und sende erstmal die Nachricht 0A03. Das würde also bedeuten, dass die rote LED dreimal blinken soll. Ich gehe mal auf Schedule Downlink und jetzt warten wir, bis das erste Uplink von der Node erfolgt ist, weil ihr wisst ja, erst kurz nach dem Uplink beginnt das RX-Window, wo die Node die Downlinks empfangen kann. So, und hier sehen wir jetzt, das war jetzt der Fall, und in der Tat, die rote LED blinkt dreimal. Ich versuche auch mal 0B05, da soll dann die gelbe LED fünfmal blinken. Warten wir, bis der Downlink erfolgt ist, und ja, auch die gelbe LED blinkt fünfmal. Machen wir erstmal die MQTT-Integration in Node-RED. Hier benutze ich erstmal eine MQTT-In-Node und konfiguriere meinen Broker. Und die Daten des Brokers finden wir wieder hier in TTN, in den Integrations unter MQTT. Und hier kopiere ich erstmal wieder den Server, der hier. Und den Port entfernen wir, da er schon auf der rechten Seite hier steht. Und bei Security kopiere ich hier den Username, und hier generiere ich mir ein neues API-Key, das ich kopiere und dann hier einfüge und mit Add, und hier subscriben wir zu jedem Topic mit dem Hashtag und klicken auf Done, und dann gehe ich hier auf Debug, setze eine Debug-Note hinzu, deploye das Ganze und hier steht schon Connected, das scheint also zu funktionieren. Jetzt starte ich hier mal den Debug-Monitor und lösche, was da vorhin stand, und warten auf den ersten Uplink, der jetzt schon reingekommen ist. Uns interessiert hier jetzt weniger den Uplink, das war ja das Thema vom letzten Video. Was mich interessiert, ist hier der Topic. Wir können jetzt bei TTN in diese MQTT-Server-Anleitung gehen und hier steht, wie man einen Downlink-Traffic generiert und dass dieser Downlink-Traffic in diesem Topic erfolgen soll. Es ist aber einfacher, sich einfach das Topic hier raus zu kopieren. Hier ist nämlich das Topic einer ankommenden Nachricht, und dieses Topic kopiere ich jetzt erstmal. Und dann generieren wir hier eine neue MQTT-Out-Node, weil wir wollen ja nachher eine Nachricht zum Broker hinsenden. Und dann kopiere ich hier erstmal das Topic hinein. Und das Topic ist also soweit korrekt, außer dass wir hier ja keinen Uplink erhalten wollen, sondern wir wollen publishen, und zwar in diesem Topic, was mit Down-Push endet. So, ich ersetze also Up durch Down und Push. Ich nenne die jetzt einfach hier mal MQTT Out. Und die lassen wir jetzt erstmal hier. Den Uplink MQTT Teil brauchen wir jetzt nicht mehr. Und erst einmal generiere ich hier mal einen String mit einer Nachricht, die wir senden wollen. Und dazu nehme ich einfach mal die Nachricht von vorhin. Nämlich, das war, glaube ich, 0B
0A oder nein, 0B, 05, sowas, ja. Die zweite LED fünfmal blinken lassen. Hier muss man aufpassen, man darf kein Leerzeichen zwischen den zwei Bytes lassen. Den Rest belassen wir jetzt mal so. Und jetzt müssen wir uns, wenn wir hier die Anleitung uns schauen, der Payload muss nachher so aussehen. Also die Nachricht, die wir über MQTT an TTN senden, muss genau dieses Format haben. Und das ist erstmal nichts Besonderes, nur dass hier die Payload in Base 64 kodiert ist. Und das müssen wir jetzt in einer Function Note erstmal hinkriegen. Das erste, was wir machen, wir legen uns einen Buffer an. Und dieser Buffer, dieser Puffer eigentlich, jetzt erhält die Daten aus dem Message Payload, also den String, den wir da hineingeben. Und den konvertieren wir jetzt zu einem Hex-Puffer. Dann kodieren wir diesen Buffer in Base 64. Das machen wir zum Beispiel mit diesem Befehl, buff. Wir konvertieren den Buffer also in einen String und der soll Base 64 kodiert sein. So, und jetzt müssen wir die Payload konstruieren und das mache ich Message Payload ist gleich und dann kopiere ich einfach mal hier aus der Anleitung von TTN die Payload. So, anstatt dieses Beispiel Payload nutzen wir unser Payload, was wir oben generiert haben, nämlich dieses Base 64 Data. Und das war's eigentlich auch schon. Dann, wir müssen jetzt hier noch mit unserer MQTT Out Note verbinden. Ich kann hier auch noch zur Kontrolle eine Debug Note hinzufügen. Deploy. Und jetzt können wir das Ganze testen. Ich drücke jetzt mal hier auf den Knopf und hier sehen wir, dass genau diese Payload gesendet wurde. Schauen wir uns das bei den Live-Daten unserer Node an. Und dann sehen wir hier Received Downlink Data Message und das ist hier unsere 0B05. Wir können das nochmal testen, indem ich hier zum Beispiel 0A04 hinschreibe, Deploy und dann auch diese Nachricht wurde von TTN korrekt empfangen. Wir verknüpfen wir das Ganze noch mit einem Dashboard und da lege ich einfach mal einen Button an, den verbinden wir mit der Funktion und diesen Button nenne ich zum Beispiel Blink Red 5 Times. So, die rote LED, das war 0A, das heißt When clicked, send payload 0A 05. Das wäre ja dann das Payload, was wir brauchen, um die rote LED fünfmal blinken zu lassen. Wir brauchen hier oben noch eine Dashboard-Gruppe. Lassen wir das auf Default, auf der Tab lassen wir auf Home. Und dann sollte das hier bereits konfiguriert sein. Und ich kopiere diesen Button mal, setze einen zweiten hinzu. Und den nenne ich Blink Yellow 2 times. Twice. Dann müssen wir hier die Payload natürlich auf 0B02 umändern. Wir deployen das Ganze. Nun wechseln wir hier zu unserem Dashboard, was wir wie gewohnt hier finden und dann hier unter diesem Link. Und dann testen wir das Ganze. Ich drücke jetzt einfach mal hier auf Blink Red 5 Times und wir sehen, die gesendete Payload ist 0A05. Wir warten auf den nächsten Uplink der Node. Und dann auf das erste RX-Window. Und wir sehen in der Tat, die rote LED blinkt fünfmal. Testen wir das Ganze auch noch mit der gelben. Das Payload ist 0B02. Und auch hier hoffen wir mal, dass die gelbe LED nun zweimal blinkt. Genau. Und jetzt kann man dieses Tutorial mit dem Uplink-Tutorial verbinden, um sich zum Beispiel den Status des angeschlossenen Geräts über einen Uplink auch im gleichen Node-RED-Dashboard anzeigen zu lassen. Das Dashboard kann ich übrigens auch gleich über seinen eigenen Link aufrufen. Das heißt, das ist hier die Adresse vom Server, wo Node-RED drauf läuft, zusammen mit dem Port und /UI hinten dran. Dann kommt man auch gleich auf das Dashboard, ohne zuerst über Node-RED zu gehen. Und das war's dann auch schon für dieses kurze Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Bis zum nächsten Mal.